minimalismus.ch. Selim Tolga. Guten Morgen, Selim. Guten Morgen, Thomas. Was gibt es bei dir minimalistisch Neues? Ja, nachdem ich jetzt zweimal nichts hatte, hat sich einiges getan. Also du hast dich ja über meine Schublade mit Küchenhelfern, also nicht lustig gemacht, aber du hast das angesprochen letztes Mal nach dem Podcast. Und da habe ich wieder mal reingeschaut, habe ein Foto gemacht, alles rausgeräumt und etwa wahrscheinlich 30-40% wirklich entfernt. So ein Pizzaschneider zum Beispiel, das ist so ein Rad, wo du da Pizza schneiden kannst, das kannst du auch mit einem Messer machen. Mhm. So ein Silikonschaber, wenn du da irgendwie Teig oder was, das brauche ich auch praktisch nie. Ein Silikonpinsel, ich backe praktisch nie. Das hatte ich einfach da drin, weil es Platz hatte und jetzt ist es viel leerer. Finde ich super. Übrigens für alle, die das jetzt gerade hören, das ist im heutigen YouTube-Video, ist ein Bild davon drin. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hab's noch nicht gesehen, ne? Ja, es ging darum, minimalisiert und immer noch zu viel. Es hat dann in dieses Thema reingepasst. Ja, es gibt halt Orte, da hast du einfach die eine Schublade voll. Das gleiche war bei den Tupperware-Sachen, also so die Plastikverpackungen. Da hatte ich einfach eine Schublade dafür reserviert und die war einfach voll. Und da habe ich mal gedacht, wie viel brauchst du wirklich? Ich habe wieder alles rausgeräumt, wieder ein Foto gemacht vorher, damit ich es dir schicken konnte. Und was ich noch wichtiger fand, ich habe die Schublade von unten eins hochgenommen. Also ich habe den Inhalt eins höher genommen, weil ich das häufiger benötige. Das ist bei mir unter dem Backofen. Weil die Backbleche und so brauche ich fast nie. Die habe ich jetzt ganz unten und weiter oben die Plastikverpackungen. Und da auch etwa 50%. Das sammelt sich halt an über die Zeit. Und wenn du wirklich ehrlich bist mit dir selber, dann brauchst du immer das ist ein klassisches 80-20-Prinzip wahrscheinlich, dass du immer die gleichen 20% benötigst und jetzt sind die weg. Also es sieht auch schön aus im Moment. Super, das meine ich eben auch oft mit dem KISS-Gesetz. Das ist Methodisieren, was du da gemacht hast, jetzt eben die Schublade nach oben zu nehmen. Wenn man das im ganzen Haushalt macht, dass einfach die Parkplätze wirklich praktisch vergeben sind, dass die Dinge einfach genau dort sind, wo man sie am meisten braucht, dann fällt es auch einfach, die Ordnung zu halten, oder? Das ist super. Ja, und dann habe ich noch so eine Kiste mit Hygieneartikeln und Medikamente und so, die habe ich auf die Hälfte reduziert, also ein bisschen enger gestapelt. Und Strom. Was sind das, Medikamente oder was? Ja, also Medikamente, Duschmittel, Seifen, das hat immer noch zu viel, da habe ich mal ein bisschen viel gekauft eine gewisse Zeit lang und jetzt bin ich das am Aufbrauchen. Aber da habe ich auf die Fläche oder das Volumen verdichtet, habe auf eine kleinere Kiste genommen. Da verwende ich also Weinkisten als Holz, die sind relativ praktisch und die kann ich dann irgendwann am Schluss verbrennen, wenn ich nicht mehr benötige im Grill. Ja. Und dann kürzlich hatte ich das Problem, beim Rasenmähen bin ich übers Kabel gefahren und hat sich dann getrennt, die Sicherung ist rausgegangen und dann musste ich ein Verlängerungskabel nehmen, da habe ich gesehen, dass ich drei Verlängerungskabel hatte. Da habe ich da auch noch ausgeräumt bei den Stromkabeln und Doppelstecker und Adapter. Und da ist mir aufgefallen, für was brauche ich so ein Verlängerungskabel? Da ist mir als erstens der Raclette-Ofen in den Sinn gekommen, den ich ja gar nicht mehr habe. Da habe ich mir überlegt, wann brauche ich ein Verlängerungskabel und bin zu keinem guten Schluss gekommen. Habe ich also von 3 auf 1 reduziert. Und ja, eben, wenn du vielleicht mal irgendwo was anschließen musst oder ein Ladekabel irgendwo brauchst oder ein Gerät, ja, also es kann mal schon mal sein, dass man da vielleicht ein Verlängerungskabel benötigt, aber sicher nicht 3. Das ist lustig, ich habe ein Verlängerungskabel und das liegt auf dem Raclette-Ofen, der in der Küche verstaut ist und ich hole es dann einfach von dort, wenn ich es für irgendetwas anderes bräuchte. Ja, aber das ist so der Klassiker, der Raclette-Ofen, der braucht Strom und das ist meistens das Kabel nicht so lang und dann brauchst du ein Verlängerungskabel. Genau, und übrigens haben wir das letzte Weihnachtsessen, haben wir Raclette gegessen bei dir zu Hause, Raclette mit, was war das, so mit Kerzen, so ein ja, Kerzenofen. Ja, mit so Teelichtern, ja, das geht sehr gut, das habe ich jetzt. Das Coole daran ist, du kannst sie auch nach draußen nehmen, also kannst dich irgendwo auf eine Parkbank setzen. Ja. Und zu zweit ein Raclette machen oder auf einer Picknickdecke ist viel cooler, als da am Strom zu hängen. Das sowieso. Also ich habe nur noch diese. Weiß man in Deutschland, was Raclette ist, John? Ja, das weiß man. Essen Sie das? Ja. Die essen das auch, ja. Das kennen die auch. Gut.
Ja, super. Also du warst wieder fleißig, so unglaublich. Ja, es ist so wellenartig, ja, weißt. Dann macht man wieder einen Schritt und dann geht wieder lange nichts. Dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen und dann gucke ich wieder mal irgendwo rein und dann passiert wieder was. Ja, am Ende hast du dann wirklich nichts mehr und dann kommst du dann auch als Aufräumcoach zu mir. Genau. Gut, bei mir ist der Nachttisch weg. Jetzt habe ich im Schlafzimmer wirklich nur noch das Bett. Ich merke jetzt aber gerade, man überlegt sich ja immer, wenn man etwas ausmistet, minimalisiert. Also die erste Frage ist immer, wo könnte man das sonst hin tun? Ich hatte da zwei Schubladen, eine war leer. Der Inhalt von der anderen Schublade konnte ich sonst runterbringen. Aber ich merke jetzt gerade, für die Kaffeetasse wäre es jetzt schon noch gut gewesen, weil ich liege jetzt auf dem Bett. Ich mache den Podcast immer hier wegen dem Hall. Und ja, die Kaffeetasse wäre jetzt nicht gewesen auf dem Nachttisch links, aber das geht auch so. Also das sieht sofort einfach wieder anders aus, auch wenn das einfach ein ganz kleines Möbel war und das gefällt mir jetzt so. Das ist weg. Hinzugekommen ist ein Spendenlink. Wir hatten immer wieder Anfragen von Zuhörern, dass der Podcast ihnen einen guten Mehrwert bringt und ob es eine Möglichkeit gibt, uns eine Spende zu geben. Haben wir jetzt eingerichtet unter minimalismus.ch/spende, falls das jemand tun will. Vielen Dank. Der Steffen hat mich noch kontaktiert via dem Blog. Er wollte wissen, oder er hat gefragt, dass du einmal von deinem Schlüssel gesprochen hast. Das irgendwie mit deinem Key Organizer und du suchtest eine Möglichkeit, diesen irgendwie minimalistischer zu transportieren. Gibt es da ein Update? Nee, also ich habe diesen Eintrag gelesen und ja, ich hatte mal gesehen, es gibt da so ein Gerät, das kannst du innen an die Tür beim Schlüssel montieren und dann kannst du mit dem Handy über Bluetooth oder Wi-Fi aufmachen. Geht aber nur bei Schlössern, wo du den Schlüssel von außen und von innen reinstecken kannst und parallel, also beide Schlüssel drehen kannst. Das geht bei mir nicht, da müsste ich den Zylinder wechseln. Ist ein bisschen das Problem, dass du dann auch, wenn die Batterie unten ist bei diesem Gerät, irgendwie einen Schlüssel, also einen Schlüssel müsstest du irgendwo auswärts aufbewahren, damit du noch reinkommst. Und was ist das Ziel von diesem Ganzen? Dass du halt keinen Schlüssel brauchst, um deine Wohnungstür zu öffnen. Kommst du mit dem Handy und kannst du per App öffnen. Kannst natürlich auch jemand anderem temporär Zugriff geben, einer Putzfrau. Kannst du auch von 8 bis 9 kannst du rein. Oder das sind auch diese Schlüsselboxen, wo man bei Airbnb viel sieht, oder mit dem Zahnrad. Nee, aber die sind physisch. Das andere ist innen montiert auf dem Schlüssel raufgesteckt und das funktioniert dann elektronisch und öffnet dir dann von innen eigentlich automatisch über eine App. Und das Gerät ist mit Wi-Fi verbunden. Aber ich fand es jetzt nicht so praktisch, weil ich habe immer noch einen Schlüssel für den Briefkasten. Also der gleiche Schlüssel geht für den Briefkasten, für den Keller, für die Garage. Wobei jetzt, wo ich kein Fahrzeug mehr brauche, denn das Auto nicht mehr habe, brauche ich die Garage nicht zwingend. Ja, also das mit dem Schlüssel mit herumtragen ist jetzt nicht so tragisch. Aber ich habe noch keine Lösung, weil den Schlüssel kann ich ja nicht, also den muss ich ja entweder mittragen oder ich finde eine Lösung, wie ich dann die Tür sonst öffnen kann. Weil draußen verstecken oder so einen Schlüsselkasten außen ran machen, das macht für mich keinen Sinn. Ja, wie hört dieses Teil für die Zuhörer, wenn das jemand interessiert, mit diesem, das sich öffnet von innen, Key Organizer oder wie? Nee, das nennt sich, das muss ich schnell googeln, kann ich dir nicht auswendig sagen. Okay. Aber es ist schon, also ich sehe sicher die Zukunft, dass du von außen, also dass du nicht mehr einen Schlüssel rumtragen musst, das denke ich schon, dass das die Zukunft ist. Ja, wer möchte das nicht? Also das stört mich manchmal auch. Ich habe ein paar mehr Schlüssel, weil das geht eben nicht überall mit dem gleichen Schlüssel. Es nennt sich Nuki Smart Lock, also Nuki Smart Lock. Kostet ein bisschen was, etwa 250 Euro. Tatsächlich, ja. Und ja, man kann dann von außen mit der App öffnen oder man kann ja, eben anderen Leuten Zugriff geben. Es ist sicher eine gute Sache, aber wie gesagt, es braucht ein bisschen einen Umbau und eine gewisse Voraussetzung, dass das funktioniert. Und es wäre mir vielleicht noch nicht wohl, wenn ich wüsste, dass da
Ich müsste halt den Schlüssel auswärts irgendwo aufbewahren, irgendjemandem geben und sagen, wenn es nicht geht, dann musst du halt kommen. Gut, ja. Interessant. Über was sprechen wir heute? Minimalismus und Wohnraum? Wohnraum habe ich mir kürzlich überlegt, weil ich bin ja immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit meiner Wohnung, mit der Größe, mit dem Garten und so. Und da habe ich mir wirklich mal überlegt, wo ich mich am häufigsten aufhalte. Und da gibt es so, ja, ich weiß nicht, ob man es Konzept nennen kann, aber es gibt so Heatmaps, wo man eigentlich so Leuten zum Beispiel einen GPS-Tracker anhängt und schaut, wo sie da durch den Laden durchgehen, wo sie sich aufhalten am häufigsten, welche Wege sie gehen. Und das ist dann dunkelrot und andere Bereiche sind dann eher grün oder so. Und bei mir wäre es im Prinzip in der Wohnung dunkelrot. Ich schlafe im Bett, sagen wir mal 8 Stunden. Die meiste Zeit, wenn ich zu Hause bin, sitze ich auf dem Sofa. Dann das dritte Zimmer habe ich ja untervermietet, da bin ich nie. Vielleicht mal im Bad kurz, auf dem Klo kurz, in der Küche kurz, am Esstisch auch sehr selten und ab und zu mal noch im Kühlschrank. Also eigentlich normale Aktivität, Bad und Küche und häufig auf dem Sofa. Sonst im Garten bin ich nur, wenn ich Gartenarbeit machen muss. Die müsste ich ja nicht machen, wenn ich keinen Garten hätte. Ich habe zwar kürzlich wieder mal gegrillt, aber das kommt sehr selten vor. Das würde ich wahrscheinlich nicht machen, oder das benötige ich nicht, das könnte ich auch im Wald machen. Also von dem her habe ich festgestellt, ich brauche eigentlich ein Bett und ein Sofa und das reicht. Ja, da kannst du ja gerade so gut in ein Tiny House gehen, oder eigentlich? Ja, die Frage kommt natürlich auch beim Wohnraum. Ich habe den Vorteil, ich kenne jemanden, der hat ein Tiny House. Ich war bei dem schon etwa 4-mal. Also am Anfang, als es gebaut hat, habe ich 2-3 Mal mitgeholfen und 1-2 Mal war ich dort, als es fertig war. Es ist sicher eine coole Sache, aber ja, jetzt nach diesen 3-4 Jahren, wo ich darüber nachgedacht habe und ihn kenne, habe ich gedacht, nee, mir wäre es lieber oder es wäre einfacher, wenn ich einfach eine kleine Wohnung hätte. So ein Zimmer, so etwa, ich sag mal, 25 bis 35 Quadratmeter. Und das ein bisschen gescheit einrichte. Wobei, über Einrichtung reden wir nächstes Mal. Ich würde sagen, es ist ein Tiny House ist sicher mit sehr viel Einschränkung verbunden, weil du hast auch rund ums Haus hast du Sachen, die du organisieren musst, mit Wasseranschluss, Stromanschluss. Also, und überhaupt nur schon die Bewilligung zu bekommen, ein Tiny House hinzustellen, weil beschaffen, die kann man mittlerweile auch kaufen, beim Schreiner, also beim Häuserbauer, sage ich mal, man kann es selber bauen, das ist weniger das Problem, aber das Aufstellen, also in der Schweiz ist es noch nicht so einfach. Oder hast du da andere Informationen? Nein, also in der Schweiz ist eine große Hürde, das mit den Hypotheken, die geben gar keine Hypotheken für Minihäuser. Ja, aber das kannst du ja auch selber bezahlen, würde ich jetzt mal sagen. Klar. Das ist jetzt nicht, ich würde sagen, da kommst du mit 50 bis 100.000 Euro, würde ich mal sagen, kommst du da weg. Das sollte man noch selber finanzieren können. Also klar, das ist natürlich auch noch eine, aber wenn das mal gesichert wäre, das Geld, aber ich glaube, dass das Aufstellen, du musst einen Ort finden, wo du es hinstellen kannst, auf Privatgrund, also du besitzt das Land natürlich selber. Aber das ist dann teurer, das Land als das Haus. Ja, also es ist einfach auch die gesetzlichen Grundlagen sind noch zu wenig klar irgendwie. Also viele, die ein Tiny House in der Schweiz kaufen wollen, platzieren wollen, die haben unglaublich viel Aufwand eben mit den Behörden und das ist noch, ich weiß nicht genau, an was das liegt. Also es ist so wie noch nicht fortgeschritten. Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen besser, also. Oder was meinst du? Ja, ich glaube, ich habe kürzlich eine Doku geguckt, da ging es um Tiny Häuser, es ist noch auch nicht so viel weiter. Es gibt da schon Möglichkeiten, wo es einfach geduldet wird, aber ich glaube einfach, der Staat ist noch nicht so weit, die Gesetze sind noch nicht so weit. Ich glaube, sobald du feststehst, also feststehen darfst du, glaube ich, nicht, und dann bist du sofort irgendwie, fällt das unter irgendein Gesetz, du musst irgendwie einen Keller und was weiß ich haben und Wasseranschluss und wenn es dann auf Rädern steht, ist es mobil, dann darfst du es aber nicht länger wie 3 Monate stehen lassen.
Also es ist, also wenn du jetzt jeden, alle zwei, drei Monate das umziehen könntest und verschiedene Standorte hättest, würde es wahrscheinlich funktionieren vom Gesetz her. Mhm. Aber das möchte man ja nicht unbedingt. Also ja, ich denke, der Standort ist ja das am wichtigsten. Also wenn man schon ein Tiny House hat, dann möchte man dann auch wirklich an einem schönen Ort, so wie man es kennt aus dem Film, oder am See und ein bisschen Wald und Ruhe. Ja, klar, und das möchten ja dann alle, das ist dann auch das Problem, finde ich. Wenn alle so ein Tiny House hätten, wäre das mit der Besiedelung wahrscheinlich ganz anders. Das wäre, also so gesehen macht es nicht wirklich Sinn, wenn jeder ein eigenes kleines Häuschen hätte. Ich habe gerade letzte Woche gelesen, in Basel soll die erste Tiny House Siedlung der Schweiz entstehen. Hast du das auch gelesen? Bei der SBB wollen sie dann eine ganze Siedlung machen. Habe ich noch nicht gelesen, aber glaube schon, wenn jemand da eben den Eigentümer im Boot hat und vielleicht auch noch die Gemeinde oder den Kanton, wenn du da, ja, kommst du natürlich schon voran. Also falls jemand Tiny House Besitzer ist und zuhört, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, würde uns interessieren, wie ihr lebt und ja, wie die Situation bei euch ist mit dem Tiny House. Ja, es gibt in der Schweiz auch einen Verein, der nennt sich Kleinwohnformen. Das ist kleinwohnformen.ch, da kann man sich informieren. Aber es ist schon, also würdest du in einem Tiny House wohnen wollen? Also ich war ja, weil ich Single war, immer in ein- oder zwei Zimmerwohnungen, eigentlich immer. Ich war auch zum Teil in Lofts, also einfach ein ganz großes Zimmer. Ich war sogar einmal in einem Maleratelier, stell dir vor. Ich habe da den Wassertrog zur Dusche umfunktioniert. Also ich war sogar einmal in einem Tanzatelier. Also ich war immer sehr anpassungsfähig und ich habe das auch immer geliebt, in einem Raum alles übersichtlich zu haben. Tiny House habe ich mal über Airbnb gebucht. Das ist, finde ich, eine gute Idee, dass man über Airbnb das mal testet. Ist das etwas für mich, oder? Man kann, in Airbnb findet man diese Tiny Häuser. Und mir gefällt jetzt persönlich noch die Wagen fast besser. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Diese Wohnwagen, die sind ein bisschen größer, man hat ein bisschen mehr Raum, die Decke ist nicht so nah bei deinem Kopf, also man fühlt sich ein bisschen freier und ist trotzdem, geht unter die Kleinwohnform. Also Container wahrscheinlich, sagt man den, Wohncontainer, oder? Ja, es gibt natürlich verschiedene Formfaktoren, sage ich mal. Ich würde wahrscheinlich auch in einen Transportcontainer gehen, da gibt es auch verschiedene, einen kleinen und einen großen, also so einen, den sie da mit den Schiffen transportieren, sowas würde. Ich war mal in Zürich, gibt so eine, also nicht eine Siedlung, aber so eine, ich glaube, es ist in Schlieren in der Nähe, hat so Container, wo Büros drin sind, so Bürocontainer, wo sie eigentlich aus Transportcontainern solche Büros gebaut haben. Das war auch sehr interessant, aber eben, du musst halt dann schauen, dass du da eben Wasser und Strom und alles hast. Ich könnte es mir schon vorstellen, aber für mich würde auch eine Einzimmerwohnung gehen. Das wäre überhaupt kein Problem. Schlussendlich müsste der Standort wäre mir noch fast wichtiger als die Wohnform. Genau, ja, das sehe ich auch so. Es muss also, halt, wenn es dann im Wald ist, dann brauchst du wieder ein Auto, du musst dann halt zu Fuß gehen. Und ich bin halt froh, bin ich da in der Nähe einer Stadt, wo ich einkaufen gehen kann, wo etwas läuft, wo... Ja, es ist schon noch ein bisschen. Also eben, es ist mit Zeit und Energie verbunden. Ich denke, das ist wahrscheinlich so ein Liebhaber-Ding, dieses Tiny House. Das muss man lieben. Und ich weiß nicht, diese Frau, wo auch im Doc-Film war bei mir, wo ich im Fernsehen kam, im Minimalismus, dieses Öko-Tiny House. Hast du das gesehen? Ja, das war ja auch eine Art ein Container, oder? Den konnten sie auch transportieren. Richtig, ja. Das war die Tanja Schindler aus Altdorf und sie ist ja Baubiologin und es ist ein völlig nachhaltig produziertes Minihaus. Und man hat das dort gesehen, wie aufwendig dieser Transport ist, aber ich glaube, sie wechselt alle paar Jahre mal wieder den Standort, aber sie will den Standort nicht unbedingt wechseln, aber es gab immer mal wieder Probleme, dass sie wechseln musste. Ja, aber auch ein sehr schöner Wagen, also das könnte ich mir sofort vorstellen, dort zu leben. Es ist ein großer Raum, es gibt alles, was man braucht. Ja. Ja, das war natürlich auch eher ein Imageprojekt, wo sie da versucht herauszufinden, ob das überhaupt möglich ist. Das ist eher eine Studie als. Aber es sah schön aus. Also
Ja, die Wohnform wäre mir egal. Ich habe auch schon überlegt, es gibt doch ab und zu so Stromhäuschen, die sind nur etwa so 2x2 oder 3x3 Meter, wo so die früher Strom reinging und irgendein wie so ein kleines Elektrizitätswerk, wo die Stromverteilung gemacht wurde. Kürzlich habe ich so eins gesehen, das wahrscheinlich leer stand, da ging keine Stromleitung mehr hin. Da hat aber auch eben eine kleine Wohnfläche, ist meistens so 2 oder 3 Etagen hoch, so 10, 15, ja, 10 Meter. Da habe ich mir schon überlegt, ob man da drin wohnen könnte, aber da hast du natürlich keinen Wasseranschluss. Strom hättest du natürlich, aber das wäre auch mal noch so spannend, da mal herauszufinden, ob man, aber wahrscheinlich eben verbieten es die Gesetze, von dem her möchte ich nicht so viel Aufwand. Also es ist ja selten ein technisches Problem, sondern eher ein organisatorisches oder politisches. Und da habe ich keine Lust darauf. Was sich auch sehr entwickelt hat in letzter Zeit, sind die Wohnwagen. Also das ist überhaupt nicht mehr so ein weißes Teil, das man ans Auto hängt. Also das gibt da wirklich ganz coole Modelle. Ja, die sind auch viel größer geworden und komfortabler. Und da gibt es natürlich auch so Dauercamper, das ist noch die andere Variante. Ja, also Wohnwagen Adria ist zum Beispiel ein super Modell, das ich kürzlich in YouTube gesehen habe. Also das könnte ich mir sofort vorstellen. Das ist eine schöne Einzimmerwohnung, Wohnwagen Adria. Mal in Deutschland gibt es einer der Luxus-Tiny-Häuser anfertigt, das gefällt mir auch sehr gut, unter wohlwagen.de. Musst du auch mal schauen. Wirklich auch ganz coole Sachen. Er hat auch, die Möbel sind zum Teil schon drinnen, zum Beispiel klappbarer Bürotisch und also eine gute Sache, wohlwagen.de. Und du hast jetzt eine Dreizimmerwohnung, wenn ich es richtig im Kopf habe? Vier Zimmer. Aber du, wenn du dir überlegst, wo du dich am häufigsten aufhältst, hast du wahrscheinlich auch deine 3, 4 Hotspots, oder? Genau, so ich. Schlafen ist ja klar, in diesem Zimmer ist man nachher nicht mehr. Ich bin häufig im Büro und im Wohnzimmer. Aber ich wandere ab und zu mit dem Laptop dann doch wieder aufs Bett oder auf den Balkon. Also ich bin schon noch einer, der sich gerne frei bewegt. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Zimmer weniger hätte, das ginge problemlos auch. Ja, aber eben Tiny House wäre dann schon eine Belastung, wenn du zu zweit da wohnen müsstest. Ja, es müsste, also ein ganz kleines Tiny House könnte ich jetzt mir nicht vorstellen, aber eben es gibt da zum Beispiel bei Wohlwagen gibt es die Möglichkeit, dass man 2 Wagen koppelt, es gibt da also auch Lösungen für Paare. Das müsste dann sowas sein, dass man trotzdem ein bisschen Raum hat, dann würde das schon gehen, ja. Ja, ich stelle es mir nicht ganz einfach vor, zu zweit auf so kleinem Raum, aber man müsste es halt probieren, das ist schon so. Also ich habe eine Kundin, mit der bin ich am Ausmessen, die haben das als Ziel. Das ist dann ein Flying Space, nennt sich das. Ich denke, das ist so eine Mischung zwischen Tiny House und Container. Und die haben nachher 60 Quadratmeter, aber wirklich sehr durchdacht. Es gibt sogar 2 Bäder und sie hat mir da Pläne gezeigt. Und so konnte ich mir das vorstellen, hat trotzdem jeder seinen Raum und auf 60 Quadratmeter, das geht sicher. Apropos spezielles Wohnen, ich habe mal eine Doku gesehen auf YouTube, da hat einer ein halbes Jahr in der Bahn gewohnt, also der hat sich eine Bahncard 100 gekauft, das ist das analog des GA in der Schweiz, und ist einfach den ganzen Tag in der Bahn gefahren, hat da auch geschlafen und hat sich da in den Lounges der Deutschen Bahn verpflegt und hat so eigentlich sich die Wohnung gespart. Das war nicht ganz einfach, aber so eben so Nachtzüge genommen und da geschlafen. Und theoretisch, wenn du dich das ein bisschen organisierst und nur einen Rucksack voll Gepäck hast, könnte man so, ich glaube, ja, man müsste einfach noch ein bisschen jünger sein wie wir, dann könnte man so schon leben. Es gibt auch auf YouTube, das schaue ich manchmal, das ist noch entspannend, so Naturleute, die von Hand ein Haus bauen, hast du das sicher auch schon gesehen. Mhm. Ja, natürlich, aber das ist dann auch wieder in gewissen Ländern wahrscheinlich einfach wie bei uns. Ja, genau, aber erstaunlich, ja, was man eigentlich machen könnte mit nur 2 Händen, ohne Werkzeuge. Primitive Building heißt das, glaube ich. Ja, also ich stelle einfach fest, dass meine Wohnung zu groß ist und ich habe momentan einfach die Schwierigkeit, dass ich durchs Untervermieten
dass er es schon finanzieren kann und das Wohnraum teuer ist. Also wenn ich jetzt einen neuen Wohnraum kaufen oder mieten müsste, ich wahrscheinlich teurer käme und dann weniger habe. Und so gesehen bleibe ich im Moment einfach so wohnen, wie ich wohne. Ich habe auch schon überlegt, ja, ob ich alles verkaufen soll, weil ich besitze ja nur noch einen Tisch, 4 Stühle, ein Sofa, ein Bett und ja, so einen Fernseher, aber sonst eigentlich nicht mehr viel. Ob ich alles verkaufe und mit jemandem zusammen wohne. Also eigentlich wolltest du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Du kannst dir das ja so, dass das eine Zimmer ist ja vermietet, das gehört irgendwie gar nicht und das ist einfach weg, das kannst du ausradieren, dann hast du das Wohnzimmer und das Schlafzimmer, das ist doch okay. Ja, schon, aber der Garten ist eigentlich das, was mich am meisten stresst. Das gibt einfach Arbeit, die ich nicht gerne mache. Das ist eigentlich das Problem. Und also den kann ich nicht Rasenmähen, oder was denn sonst noch? Ja, Rasenmähen, ein bisschen Unkraut ausreißen und ja, eben, es ist ein Luxusproblem, ich weiß es schon. Ja, mal schauen. Ich bin immer wieder dran am Überlegen und bei der nächsten Folge machen wir so Wohneinrichtungen. Das ist auch ein Thema, das mich interessiert. Also ihr könnt gespannt sein, um was es beim nächsten Mal geht. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Selim.